So macht Schule stark. Es ist 7.30 Uhr, in der Mittelschule 12, in der Klagenfurter Kneipgasse. Die Türen öffnen sich für ungefähr 200 Schülerinnen und Schüler, unterschiedlicher Nationen. Eine davon bin ich. Mein Name ist Subina Jafari. Ich besuche derzeit die 4. Klasse. Meine Muttersprache ist Dari und ich spreche seit 4 Jahren Deutsch. Seit unserer Flucht aus Afghanistan lebe ich mit meinen Eltern und meinen 3 Geschwistern hier in Klagenfurt. Mein Mobina Jafari Hasta, Klasse Hashtum, Sabana Maudari Man for Sudari Hast. Welche Haushalt hast, geholt man nicht so baden können. از وقتی که از افغانستان فرار کردیم، من با پدر و مادر، خواهر و برادرانم در کلاگنفورد زندگی میکنیم. 7:45 Ich betrete zusammen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern das Klassenzimmer. Ich beginne nachzudenken, ob sich die Kinder in der Deutschklasse nebenan fühlen müssen. So gut erinnere ich mich daran, wie sehr ich mich bemühen musste, die neue Sprache zu erlernen. Hätte es für mich die Möglichkeit gegeben, eine Deutschklasse zu besuchen, wäre mir das Erlernen der deutschen Sprache um einiges leichter gefallen. Ich wurde von meinen Lehrerinnen und Lehrern unterstützt und immer wieder motiviert, meinen Wortschatz zu erweitern. Zu Beginn suchte ich allerdings die Gesellschaft jener Kinder, die ebenfalls Dari sprachen. Denn das Gefühl, die neue Sprache noch nicht zu verstehen, machte mich unsicher. In unserer Schule sind viele Nationen vertreten. Einige meiner Freunde teilen ein ähnliches Schicksal wie ich. Zusammen reden wir manchmal über Erlebtes oder helfen uns einander, die Sprachbarriere zu überwinden. Der Maktab ma als Militär Seoli Hastan. بعضی از دوستانم سرنوشتی مثل من دارن. بعضی وقتا با هم در مورد تجربیات صحبت میکنیم یا به یک دیگر کمک میکنیم تا بهتر آلمانی یاد بگیریم. Ich kann mich glücklich schätzen, in einer tollen Schule zu sein, in der alle Lehrenden stets ein offenes Ohr für den Schüler und Schülerinnen haben und uns auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. In meiner Schule fühle ich mich unterstützt und verstanden. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Vor allem nicht da, wo ich herkomme. Gerade in Zeiten wie diesen fällt es mir oft schwer, die Nachrichten zu lesen. So bedrückt machen mich die Schlagzeilen aus meinem Heimatland. Derzeit dürfen nur Volksschülerinnen die Schule besuchen. Die Mittelschule bleibt aktuell den meisten Mädchen verboten. Am 20. Dezember 2022 wurden die Universitäten angewiesen, ab sofort keine Studentinnen mehr an die Hochschulen zu lassen. Zahlreiche Frauen haben ihre Arbeitsstelle verloren. Der Halle Hauser Mohasselin Tassin Verpeinch erinnert daran, bemerkt hat Beravan. Es sind Verpeinch bewerkt, weil er doch daran Mammu hast. Der bis September, du sollst du bei Donuschgaha Blockschott. که از پذیرش دانشجوها دختر خدایی کنند. بعضی از زنها شغل خود را از دست دادند. Es ist eigentlich fast unvorstellbar, dass knapp 5000 Kilometer Distanz zwischen Kärnten und Afghanistan wie zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Während meine Schulkolleginnen fröhlich das Schulhaus verlassen, müssen afghanische Mädchen in Unterdrückung leben und werden oft mit viel älteren Männern verheiratet. در حالی که همچنین فیهای من به خوشحالی ساختمان مکتب را ترک می کنند، دختران افغانستانی مجبورند در مظلومیت زندگی کنند. و مردان بسیار مسلطتر از خود اجبار کنند. Es ist 13.10 Uhr und die Schultüre schließt sich hinter mir. Am Vormittag haben wir neben dem eigentlichen Lehrstoff auch über Russland gesprochen. Die Situation hat mich wieder an meine Flucht erinnert.
Dazu bei der Dars haben darunter Lucia Sohbat kennen. Sohbat darunter Lucia meine Dauer bei der Karol gedacht. Warum darf nicht jedes Kind ein Leben ohne Angst und in Freiheit leben? Chera har Kudaki nemitawanat bedun Tars oder Oloise Dinge kannat. Warum hat nicht jedes Kind, jedes Mädchen ein Recht auf Bildung? Chera har Pesari vaya dochtari hake tasil nadaran. Warum können nicht alle eine Mittelschule wie dem S12 besuchen, in der 34 Nationen friedlich miteinander umgehen und jeder so sein darf, wie er ist? Bei uns zählt der Mensch, unabhängig von seiner Nationalität, Religion, Hautfarbe oder Herkunft. Barema offrat bedune der Nassar gereftane Milliard reingepust, die in ihrem Heilatabalot Mohem hastan. So, macht Schule stark. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tadakur, Atavajoy Shama.